So, weiter geht's mit Grid und der British Track Day Trophy. Los geht's. Was haben wir denn? Auch immer noch die gleichen Autos, okay. Diesmal nehmen wir ein Ferrari. Mal ein bisschen was anderes nehmen. Erste Strecke, die uns kommt, ist der National Circle von Silverstone mit 2,6 Kilometer. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant. Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. Es ist keine Time Attack diesmal, es ist wieder eine Positionschecke sein. Naja, schauen wir einfach mal. Ah, natürlich geht's sogar, geht nicht. Und da muss letzter sein, das geht nicht anders. Ja, momentan zieht sich doch zumindest noch nicht durch die ganze Serie hier durch. Hab den noch nie mal berührt. Das schöne Mal hier. Da habe ich noch nichts. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ey. Du hast jemanden wütend gemacht. Ja, ich habe jemanden wütend gemacht. Der hat mich schön weggeschossen. Keine Time Attack, diesmal haben wir eine reine Rennserie wieder, also mit Position. Das heißt, die zwei von uns müssen definitiv überholt werden. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Das heißt, jetzt sich vorne abzusetzen, weil es kann sein, dass wir nur die Strafe kriegen und das nicht bekommen. Sie da sitzen. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ja, dann sind wir ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Jetzt 15 okay, ist Angreifen bestätigt. Das 15 ist natürlich nicht gut für dich. Fürs Team. Ja, die Säule, die ist fies. Letzte Runde jetzt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ja, weiter ein bisschen abzusetzen hier. Ich bin ja gedacht, wir haben nur 15 Stecken. Wirklich, weg kommt er nicht hier. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen nach vorne gesetzt. So, im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, damit sind wir durch mit dem ersten Rennen und es bleibt nur Platz 14 nur für ihn. Aber wir haben unser Ding gerockt. Wir haben es gemacht, endlich. Ja, die 2 Sekunden mal gekriegt. Die habe ich mit eingerechnet, deswegen habe ich auch gesagt, komm, versuch es ein bisschen vorne abzusetzen. So. Nächste Rennen ist Brands Hatch. Das ist jetzt bevorsteht.
Kristen, verrate uns doch ein wenig über Brands Hatch. Was erwartet unsere Fahrer? Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Auf geht's. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu erreichen. Da gebe ich ihm schon mal ein bisschen nach vorne. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, die Klebung ist dann voll dabei. Pop. Ah, der Typ, der. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das ist aber nicht. Das war keine Absicht, da bin ich wirklich nicht so weit rausgekommen. Ja, der lässt mich aber auch nicht ziehen, ja. Setze ich immer wieder so davor, dass ich da. Jetzt hab ich ihn. So, wir gehen als Führender in die zweite von drei Runden. Guter Start. Bleib an der Spitze. Angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Ja, versuchen wir ein bisschen davor. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, hängst du ein bisschen im Feld hinten drin. Wichtig ist, dass wir uns absetzen können und das ordentlich absetzen können. Das hat dick Zeit gekostet. Und wir können uns natürlich jetzt so Runde abschminken, die wir momentan hätten. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Komm mal. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Letzte Runde. Ja, versuch mal bitte. Okay, es wird angegriffen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt mal durch. Fünfter ist er geworden, meine Gott sei Dank, du hast mir zwei Plätze geholt, das ist immer wichtig. Weil, ob wir 6 oder 10 Punkte bekommen, ist am Ende ziemlich wichtig, ein kleiner Unterschied. So, und damit sind wir, glaube ich, wir jetzt durch, oder? Ne, sind wir durch? Zweite Rennen war es jetzt.
wir sind jetzt Rang 11. So, wir haben jetzt noch ein Rennen. Ja, Silverstone, genau. Tag, Reg, 4 Runden auf der Kurzstrecke. International Circuit. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, die Strecke. 2, noch was Kilometer sind die hier lang. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter... Ah, tut mir leid. So, wir starten von 12, Teamkollege von 13. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Da ist wieder einer, der sich so breit macht, dass ich dann... Jetzt habe ich eine Lücke. Jetzt habe ich eine Lücke. Da könnte ich mal was versuchen. So. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Während wir jetzt schon auf 2 fahren. Okay, angreifen bestätigt. Ich bin nur noch 7, aber das ist... So. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja. Halt wächst jetzt gerade so ein bisschen. So. Und jetzt 2. Das war die Hälfte des Rennens. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, dann gibt noch ein bisschen Gummi da vorne, damit ich da allein noch ein bisschen ziehen kann. Die vorletzte Runde mittlerweile. Das ist ein British Cup. Dann haben wir noch ein Rennen morgen. Und so, Langteile. Dann sind wir durch. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Okay, ja. Es wird angegriffen. Ich lasse der Teamkollege noch mal ein bisschen was sagen, aber wir schaffen ja noch ein, zwei Positionen. So, wir gehen jetzt in den letzten 3 Kurven. Hier ist die erste. Hier die zweite. Und dann direkt die dritte hinterher. Und dann sind wir durch fürs Finale. So durch. Hier mit dem dieser Serie. Platz 1. Endlich wieder
Läuft jetzt gerade so ein bisschen. Oh, platziert ist er noch geworden. Sehr gut. Hat er sich den einen noch gekrallt. Da hat er sich den einen Wagen noch gekrallt. Das ist immer ganz gut. So. Ah, leider nicht unter den ersten drei. Schade. Aber für uns wichtig ist, dass wir auf Platz 1 stehen am Ende. So. Gut, dann sind wir durch damit und weiter geht's dann im Finale für mich, für euch, mit der Ferrari F430 Challenge Trophy mit 2 Runden in Barcelona. Und ich das letzte sehe ich gerade nicht, was es genau sein könnte. Naja, wir sehen uns mal wieder. Bis dahin und tschüss.